Der neue Laser für etwa 15 Euro inklusive Versand ist nach 4 Wochen aus China irgendwo über den Osten von Deutschland endlich hier im Rheinland angekommen. Neue Laser sind bis zu ihrem Einbau zum Schutz vor elektrostatischer Beschädigung mittels einer Lötbrücke kurzgeschlossen. Daran erkennt man übrigens auch sehr gut, ob es sich um ein neues oder nur irgendwo ausgebautes Produkt handelt. Dieser Lötpunkt muss mit Hilfe unseres Lötkolbens entfernt werden. Wir machen dies gleich zu Anfang, denn wenn etwas schief geht, können wir uns den Rest schenken, bis der nächste neue Laser eintrifft. Falls vorhanden, legen wir unsere Latexhandschuhe an, um den neuen Laser vor Entladung und Fingerabdrücken zu schützen. Es ist aber ganz einfach. Lasst den Lötkolben gut auf Temperatur kommen. Je nach Hobbymodell kann das 5 bis 10 Minuten dauern. Die Lötprofis unter euch haben aber sowieso eine Lötstation. Denen muss ich das nicht erzählen. Mit der heißen und möglichst sauberen Lötspitze streichen wir über den Lötpunkt und nehmen das Lötzinn auf. Dadurch sollte die Lötbrücke gelöst und die Leiterbahnen getrennt werden. Wir begutachten das Ergebnis, wenn möglich, auch mit einer Lupe. Es sollte so aussehen wie hier in der Vergrößerung sichtbar. Die drei verbleibenden Punkte müssen komplett voneinander getrennt sein. Der Raum zwischen ihnen darf keine Reste von Lötzinn aufweisen. Gelingt dies nicht beim ersten Mal, einfach noch einmal vorsichtig darüber streichen. Hier ist das Ergebnis jetzt optimal und damit ist dieser für den Laien schwierigste Teil bereits erledigt. Nun öffnen wir die PlayStation, indem wir sie auf den Kopf drehen. 6 Gehäuseschrauben sind zu lösen, die sich hinter Abdeckkappen aus Gummi und Plastik verstecken. Die beiden markierten Gummifüße nicht versuchen zu entfernen. Sie sind verklebt und unter ihnen befinden sich auch gar keine Schrauben. Die Kappen mit einem kleinen flachen Schraubenzieher abhebeln und gut verstauen. Die letzte Schraube befindet sich unter dem Garantiesiegel, das man fast 20 Jahre nach dem Kauf sorglos brechen kann. Die 6 Schrauben lösen. Die PlayStation umdrehen und den Deckel vorsichtig abheben. Das Innere liegt nun vor uns. Wir werden in der Folge eine Schraube der Halterung der Führungsstange des Laserkopfs, die Führungsstange selbst, das Flachbandkabel für die elektrische Verbindung und den Bügel, der den Kopf mit der Schneckenstange des Steuerungsmotors verbindet, entfernen. Wir beginnen mit der Schraube der Halterung der Führungsstange. Mit dem kleinen Kreuzschraubenzieher die Schraube lösen und diese zusammen mit der Halterung beiseite legen, damit wir sie nicht verwechseln. Sie gehören zusammen. Achtet bitte auf dieses Plastikplättchen, das die Führungsstange sichert. Merkt euch, wie es jetzt liegt, denn es ist lose und kann leicht verrutschen. Aber ihr habt ja zur Not dieses Video zur Kontrolle. Besser aber ist es, sich das gut anzuschauen, solange es noch in seiner Position liegt. Dann rätselt man später nicht herum. Nun lösen wir den Bügel, der den Laserkopf mit der Schneckenstange des Steuerungsmotors verbindet. Bügel und Schraube gut zusammen aufbewahren, denn wir müssen sie am neuen Laser wieder anbringen. Bitte jetzt aufpassen. Die Führungsstange sollten wir nach Möglichkeit nicht berühren. Ich wundere mich oft, wie sorglos das manchmal gehandhabt wird. Es wird sogar empfohlen, die Stange zu reinigen und zu ölen. Aber kaum jemand hat das dafür benötigte Silikonfett im Haushalt. Silikonspray ist leider auch keine Lösung, denn es ist zu dünn und hält nicht dauerhaft an der Stange. Gängiges Haushaltsöl zu benutzen ist viel zu riskant, denn das greift je nach Art auf Dauer das Plastik der Führung an, insbesondere wenn die PlayStation wieder lange im Schrank liegt und nicht benutzt wird. Wir wollen hier unsere PlayStation dauerhaft reparieren und nicht einmal eben nur herumfuschen. Deswegen mein Tipp, die Stange nur mit einer Pinzette berühren und sie nicht abreiben.
Wir versuchen, das vorhandene Gleitmittel jetzt zu bewahren. Lieber nach der Reparatur Silikonfett auf den Einkaufszettel schreiben bzw. im Netz bestellen und irgendwann einmal im Rahmen einer Pflege der PlayStation dieses auf die Stange aufbringen. Wir schieben also vorsichtig die Stange aus ihrer oberen Halterung, die wir nicht lösen, und nehmen sie mit der Pinzette ganz aus der Führung des alten Laserkopfs heraus. Beim Ablegen unbedingt darauf achten, dass die Unterlage frei von Staub und Fusseln ist, denn die Stange ist kaum sichtbar mit diesem Silikonfett überzogen. Wir wollen sie nicht unnötig verschmutzen. Jetzt lösen wir das Flachbandkabel, dessen Befestigung je nach Laser- und PlayStation-Version variieren kann. In diesem Fall hier muss die Arretierung umgeklappt werden, um das Kabel zu lösen. Achtung, nicht einfach nur am Kabel herumzerren. Ist die Arretierung umgeklappt, rutscht das Kabel wie von selbst heraus. Wir nutzen nun die Gelegenheit und entfernen vorsichtig mit Fingern und Pinsel eventuell sichtbaren Staub und Fusseln im Umfeld der Mechanik. Aber bitte immer mit Vorsicht. Die Führung auf dieser Seite befreien wir grob von starkem Schmutz. Aber auch hier gilt es, nicht das gesamte Schmiermittel dabei zu entfernen. Nun legen wir, falls vorhanden, wieder die Handschuhe an und nehmen vorsichtig unsere neuen vom Transportschutz befreiten Laser in die Hand. Sicherstellen, dass die Arretierung am Anschluss für das Flachbandkabel nach oben aufgeklappt ist. Wie gezeigt, schieben wir das Kabel in die Führung und klappen die Arretierung um es festzuziehen. Natürlich darauf achten, dass das Kabel richtig herum eingeführt wird und dass es nicht schräg sitzt, wenn ihr die Arretierung schließt. Bitte genau wie im Video verfahren. Ansonsten merkt ihr aber schon beim anschließenden Platzieren des Lasers in der Führung, dass die gesamte Richtung nicht stimmen kann. Jetzt führen wir die Stange mit der Pinzette in die Führung des neuen Lasers ein und schieben sie unter die obere Halterung, die wir ja bewusst nicht gelöst hatten. Beim Positionieren darauf achten, die Kerbe der Plastikführung des Lasers auf der linken Seite in das Führungsblech einzufügen. Nun schrauben wir die vordere Halterung wieder mitsamt der Führungsstange fest. Achtung, auf den richtigen Sitz des am Anfang erwähnten Plastikplättchens dabei achten. Jetzt legen wir den Führungsbügel am Laserkopf an und schrauben ihn fest. Diese Schraube wird etwas schwergängig sein, denn sie hat kein Gewinde, sondern muss sich in das enge Loch im Plastik des neuen Laserkopfs hineinbohren. Das erfordert etwas Kraft. Unbedingt darauf achten, dass sie trotz des Widerstands ganz hereingeschraubt ist und das Führungsblech fest am Kopf anliegt und gut mit dem Arm auf der Schneckenstange des Positionierungsmotors aufliegt. Wenn alles richtig gemacht wurde, sollte sich der Kopf mitsamt der Schneckenstange wie hier sichtbar problemlos bewegen. Jetzt können wir den Deckel wieder schließen. Dabei darauf achten, dass die vielen Führungen alle richtig ineinander greifen. Die Gehäusehälften müssen leicht und locker aufeinander liegen, bevor wir sie wieder festschrauben. Alle Schrauben nacheinander vorsichtig anziehen und die Abdeckplatten wieder anbringen. Wieder einmal fertig. Bei unserem Testkandidaten hat der Austausch sofort geklappt.
Blitzschnell und ohne geringste Verzögerung liest der neue Leser die Spiele-DVDs. Jetzt haben wir wieder viele Jahre Ruhe. In der kommenden Zeit sollten wir unser Augenmerk dann mehr auf die allgemeine Pflege unserer PlayStation legen. Dazu wird es auch mal wieder ein Video geben. Leseprobleme aufgrund von Laserschwäche sollte es jedenfalls auch bei viel Nutzung so schnell nicht mehr geben. Und wenn, dann haben wir ja auch dafür ein Video im Kanal. Viel Glück und bis bald!